Einen wunderschönen, endlich mal wieder etwas klareren und sonnigeren Tag wünsche ich euch allen. Und willkommen zu diesem längst überfälligen nächsten Video hier auf dem Kanal. Es war jetzt nach diesen paar warmen Tagen, hatten wir jetzt 2-3 Wochen, die komplett grau und regnerisch waren. Das hat mich ein bisschen runtergezogen, muss ich ehrlich sagen, weil diese warmen, frühlingshaften Temperaturen mit Tagen voller strahlend blauem Sonnenschein, Himmel und Geschichten hat einen natürlich ein bisschen dazu gebracht, das Ganze schon sehr, ja, sommerlich zu empfinden. Und dann wieder so einen harten Rückschlag, was das Wetter angeht. Ich habe es nicht gut verkraftet, sage ich euch. Aber ich bin hier, denn heute, wie ihr seht, wunderschöner, klarer, blauer Himmel mit leichten Wolken, was das Ganze irgendwie total malerisch macht, anstatt ein komplett blauer Himmel. Ich bin mit Mika unterwegs. Wir gehen runter, komm. Und wir werden uns jetzt auf den Weg machen und frühstücken. War gerade eine Hundebegegnung mit einer Nachbarin. Ich bin hier sehr, sehr, sehr stark in der näheren Umgebung unterwegs und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade einen ziemlich coolen Ort entdeckt habe, den wir auf jeden Fall jetzt erkunden werden. Das Ganze mal ein bisschen weiter eingestellt, damit wir sehen, was hier passiert. Ich habe nämlich was Cooles entdeckt. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber es sieht aus, als wenn da sich jemand Feuerholz abgestapelt hat. Versuchen nur hier. Wow. Wir versuchen hier nur mal lang. Es ist sehr sumpfiges Gebiet. Mika rennt hier wie bescheuert einfach den Hang hoch. Über mir gerade. Über mir Totholz. Auch hier mittendrin, Leute, mittendrin liegt hier dieser riesige Baum, der genau in Länge des Baches umgestürzt ist. Und dann noch sein Kollege hier nebenan kommt noch dazu. Und dann haben wir hier, ich glaube, eine Buche noch, die sich hier komplett über diese Schlucht legt. Und da steht Mammutbuche. Majestätisch einfach daneben. Auch schon ein paar abgebrochene Äste. So, aber jetzt gehen wir mal da hoch und da sehe ich schon, da oben ist der Hund. Könnt ihr ihn entdecken? Komm her. Dieser Köter, halb Mensch, halb Möter. So, ist hier noch über dem Baum drüber. Sehr steil hier und überall kleine junge Bäume, die ich natürlich nicht verletzen will. So, jetzt haben wir es aber. Oh, das sieht sehr professionell aus. Schaut mal hier, das sieht ja schon aus wie eine Art Biwak. Eindeutig ist es eine Art Biwak. Da wird gerade das dritte gebaut. Ich finde das klasse, wenn man Dinge entdeckt,
von Leuten, die auch komplett versuchen, hier mit Naturmaterialien, okay, bis auf diese rote Schnur, sich Unterstände zu bauen. Und das sind ja schon richtig große Bauten hier. Schaut mal, Feuerholz. Bestimmt gab es dort ein leichtes kleines Feuer. Klasse. Wir schauen uns das Ganze hier erstmal an. Jetzt ist mein Abenteuerinstinkt geweckt. Ich habe nämlich gesehen, da oben befindet sich ein weiteres Lager. Ja, und hier sehen wir sehr gut, das sieht wirklich aus wie Sachen, die in den Wald geworfen wurden oder so. Mein Instinkt ist geweckt. Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ist das hier eine Mountainbike-Strecke, extra mit Kurvenholz angelegt. Ich hatte gerade überlegt, ob das nicht auch Rampen sein könnten, aber auf gar keinen Fall. Die würden ja ins Nichts führen. Hier oben gibt es einen weiteren Unterstand, der genauso ist. Was für ein schöner Wald, Leute. Mann, ey. Hier war ich ja noch nie. Hier haben wir dieses Teil hier. Hey. Und hier ist auch eine Riesenhütte. Wieder mit Baumstämmen. Schaut mal, wie cool. Da hat jemand richtig geackert. Richtig geackert. Und ewig viel Holz angeschafft. Oh. Cool, 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 cool. Na, ein bisschen Müll liegen lassen. Aber den nehme ich später mit. Ich glaube nämlich, das wäre doch eine super Stelle für uns, oder? Ich gucke jetzt immer einmal hier über die Bergkuppe, was hier so passiert noch. Wunderschön. Schöner Mischwald. Fast nur Buchen. Ganz selten mal eine Fichte dazwischen. Und wenn eine dazwischen ist, sieht die richtig kacke aus. Und überhaupt nicht mehr gesund. Oh, hier ist noch ein Riesenloch. Eine Riesenmulde. Ja, eindeutig eine Mountainbike-Strecke in den Wald gezimmert. Ob das jetzt eine legale ist, ist immer die Frage. Dies ist ja oft einfach illegal reingemacht. Aber ich hätte schon fast Bock, hier auch mal mit dem Fahrrad vorbei. Überall hat man hier so kleinere Rampen auf simpelste Art und Weise gebaut. Wir laufen das jetzt mal hoch hier. Boah, da war ein Loch. Puh. Ja, also auch hier einmal zum So fahren und einmal zum So fahren. Und das ganze Waldstück sieht so aus, Leute. Da haben wir alten Nadelwald, der jetzt nicht mehr da ist. Non existentia grande. Und ich glaube, der Ort unseres Frühstücks wird definitiv der große der Unterschlupfe. Beziehungsweise wollten wir eigentlich eine Hängematte aufbauen, ne? Damit wir nicht im Dreck sitzen. Aber da sind coole Baumstümpfe, auf denen wir wunderbar den Trank ja aufstellen können. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Umentschieden. Die Hängematte lassen wir heute weg. Wir sind eh nicht so lange hier.
Von daher machen wir es uns doch so einfach wie es geht. Kleines Sitzkissen, zack, hier drauf. Und dann haben wir es. Ist das nicht fein? So, ich habe heute dabei eine Zwiebel, aber als allererstes müssen wir natürlich den guten Trangia auspacken. Denn da sind unsere Utensilien drin, die wir brauchen, und zwar die Pfanne und jetzt erstmal das Schneidbrett. Und wir holen schon mal alles Nötige raus hier. Die Töpfe brauchen wir heute nicht. Die können also direkt zurück in die Tasche. Das Anti-Klappertuch bleibt auch drin. Und dann holen wir erstmal das zweite Anti-Klappertuch raus, stecken den Trangia zusammen. Zack. Dann holen wir mal den Kocher raus. Spiritus ist glücklicherweise noch drin. Packen den ganzen mal hier rein und stellen sie erstmal beiseite, weil das, was wir zuerst machen, ist Wasser kochen, damit wir uns noch ein Käffchen dabei machen können. Und dafür gibt es erstmal einen Schluck Wasser. Das reicht. Achso. Eine ganz wichtige Sache, die ich diesmal nicht vergessen habe, ist ein Feuerzeug. Ich habe schon gedacht, ich hätte es vergessen, habe ich aber nicht. So, was ist los in der Bude hier? Feuer frei. Jetzt ist er an. So, das ganze Teekesselchen kommt jetzt mal da drauf. Und wir fangen an, eine Zwiebel zu schneiden. Und zwar habe ich als Messer heute mal ganz spartanisch nur das hier dabei. Und zwar ein Schweizer Messer. Immer noch scharf wie Seuche. Habe ich mal von einem guten Kumpel geschenkt bekommen. Hermann heißt der Gute. Der hat mir das geschenkt. Als Würzung fürs Rührei benutzen wir heute übrigens Ankerkraut, Bratkartoffel und Gemüse. Würzig rustikal. Habe ich noch nie probiert. Bin ich mal gespannt, ob das auch zu Rührei passt. Als Besteck in einer Plastikverpackung habe ich mitgebracht Holzlöffel. Ich habe noch keinen Spork oder wie diese Sachen heißen, weil ich da einfach nicht weiß, ob ich das haben möchte oder nicht, ob ich das brauche oder nicht. So, irgendwo hatte ich eine Zwiebel, Leute. Wo habe ich die denn hingetan? Da, ich habe sie. So, und jetzt probieren wir mal was aus. So, ich hoffe mal, dass es völlig in Ordnung ist, Zwiebelschale in den Wald flattern zu lassen. Es ist mega windig. Direkt neben mir steht ein sehr alter Baum. Also wenn es knackt und ich plötzlich wegspringe oder ihr dieses Video nie zu Gesicht bekommt, dann liege ich hier unter einem Baum. So, ich mag diese roten Zwiebeln sehr, weil die eine unwahrscheinlich schöne Farbe haben. Das Rührei an sich machen wir ganz spartanisch. Es gibt nur Kaffee und Rührei. Das ist alles. Und ich finde, das reicht auch. So. Wie gesagt, das Messer ist ultra scharf. So, das packe ich alles mal hier direkt vor mich. So. Das auch. Jetzt hätten wir die Zwiebel schon mal vorbereitet. So. Das Wasser kocht und blubbert und siedet vor sich hin. Das ist für uns völlig ausreichend. Und jetzt packen wir das einfach hier rein. So, dass da am Ende ein guter Schluck Kaffee bei rumkommt. Das packen wir jetzt drauf und lassen das Ganze
hier nebenan mal ein bisschen ziehen. Ein guter Schuss Öl rein, ein bisschen verteilen. Jetzt warten wir noch eine Runde, bis das gut heiß ist. Ich habe extra dieses mitgebracht von Ibili. Gutes Stück Holz, macht einen stabilen Eindruck. Habe ich mir gedacht, das kann man super gut dafür benutzen. Die Griffzange, die lassen wir besser mal hier dran. Oh, bisschen die Hände wärmen, Leute, es ist super kalt, wirklich, ne? Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ein Gefäß, aus dem ich trinken kann. Wir haben Hitze. Testen wir das? Oh ja. Vielleicht war das ein ganz klein bisschen zu viel Olivenöl. Aber ich habe einen guten Kumpel, der würde sagen, es gibt nie zu viel Olivenöl. Die Frage ist, warum wir jetzt die Temperatur verloren haben. Schlagartig. Nimm mal hier so ein Stückchen, um eventuell... etwas zu begradigen. Jetzt kommt's. In der Zeit können wir ja schon mal das Ankerkraut aufmachen. Bratkartoffelgewürz, Zutaten, Röstzwiebeln, Meersalz, Paprika, Edelsüß, Zwiebeln, Petersilie, schwarzer Pfeffer, Rosmarin, Kümmel, Liebstockelblätter, Majoran. Alles Dinge, die sich einfach köstlich anhören. Oh, das riecht super. Oh, da freue ich mich drauf. Wir machen auch, glaube ich, gar nichts anderes dran. Kein Salz, nichts. Oh, hat irgendwas sehr Fruchtiges, aber Würziges. Und der Majoran, der bringt richtig... Da bin ich gespannt. Ankerkraut ist übrigens ein Startup-Unternehmen aus Hamburg, soweit ich weiß. Gibt viele Leute, die mittlerweile Werbung drauf machen. Ich habe das Gewürz, ehrlich gesagt, schon monatelang zu Hause. Und es gab bei uns halt irgendwie seitdem keine Bratkartoffeln. Ja. Hast du Dreck? Was hast du gegessen? Dass man da ja den Kaffee runterpresst und dann kann man da gar nicht mehr draus trinken, werde ich mir jetzt auf traditionell asiatische Art und Weise den Kaffee in eine Schüssel schütten und packen uns da jetzt mal den Kaffee rein. Oh yeah, heiß ist er. Und da hätten wir ihn. Schwarzer Kaffee aus einer riesen Schüssel. Also wenn man Kaffee mag, dann liebt man ihn oder fängt ihn so richtig an zu lieben, wenn man ihn bei 3 Grad und fast blauem Himmel draußen, während man sich Zwiebeln brät, im Wald trinkt. Das ist... köstlich. So, ich nehme euch ab. Jetzt gibt es quasi Ei. Die Zwiebeln fangen an, langsam schön goldbraun zu werden. Hier. Das reicht mir völlig aus. Ich mag das, wenn die Zwiebel noch ihren intensiven Geschmack hat und nicht komplett verröstet ist. Und jetzt gibt's Eier.
Mal gucken, wo wir die jetzt... Das klappt doch. Ist euch aufgefallen, dass bei Discounter-Eiern das Eigelb immer sehr orange ist und sobald man Bio, sobald man Bio-Eier holt, ist das Ganze extrem gelb, also richtig Sonnenstrahlgelb. Ich weiß nicht, ob das am Futter liegt oder am Auslauf oder einfach daran, dass die Hühner dann glücklicher sind, aber ich finde, man sieht immer einen extremen Unterschied. Ja, schaut euch mal an, wie schön sonnengelb das Eigelb ist. Wir haben leider nicht genug Hitze. Ich glaube, es ist doch ein bisschen windig hier. Es ist auch ehrlich gesagt mein erster Versuch, etwas auf dem Trangia zu kochen. Und wie wir sehen, haben wir nicht genug Hitze. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir können nicht näher ran oder sowas. Aber wir können würzen. Einfach nur würzen, würzen, würzen. Sieht gut aus. Ich hoffe, der Korken hält auch ordentlich. Nicht, dass ich im Rucksack das gute Gewürz verschwende. So, jetzt müssen wir wieder langsam warten, bis da wieder Hitze reinkommt. In der Zeit. Bisschen kalter Kaffee, Leute. Ich bin heute nicht so gut organisiert. Aber ich habe ja gesagt, es ist eine harte Woche und... Ich lasse das Ganze jetzt so ein bisschen anbacken, wie so eine Art Omelette. Der Kaffee, mittlerweile kalt natürlich, was auch sonst, den möchte ich nicht mehr trinken, denn kalter Kaffee schmeckt absolut nicht. Hier draußen ist es einfach zu frisch. Das Rührei, auch eine Katastrophe, würde ich sagen. Ich würde sagen, dass das nicht so gut funktioniert hat. Ich gönne mir das natürlich jetzt trotzdem und zwar hart, weil das mein erstes Rührei ist. Hier draußen in der Wildnis mit euch vor den Bildschirmen, Handys, Monitoren, was auch immer. Und jetzt lösche ich den Trank ja noch. Wenn man es ganz genau nimmt, hey, sieht das ganz gut aus, würde ich sagen. Ich probiere mal. Oh ja. Oh, ist mir kalt. Aber ja. Sehr lecker. Boah. Okay, ich nehme alles zurück. Das hier ist aufgrund der Tatsache der eben genannten Gründe das beste Rührei, das ich je gegessen habe. Und falls ihr Bratkartoffelgewürz zu Hause habt, macht's einfach mal ein Ei. Richtig gut, richtig, richtig lecker. Mit den Zwiebeln, die noch leicht, also die noch weich sind. Klar fehlen dann natürlich die Röstaromen, wenn man die nicht so lange anröstet, aber unglaublich gut. Ich ziehe mir das jetzt rein, Leute. Ich ziehe mir das rein. Es war mir eine absolute Freude, euch dabei zu haben. Das mit dem Kaffee ist natürlich ein bisschen schade. Mika fängt ja an, die Reste abzuflabbern. Ich wünsche euch was.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Es ist echt kalt. Es zieht auch gerade zu. Es wird grau und öselig. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.